Hier ist generell auch gerade irgendwie Action. Warte mal, wir müssen mal die ganze Action mal hier beenden jetzt. Alle mal hier jetzt leise sein. Alle mal chillen. Und den Alpha Kano mache ich sicherheitshalber jetzt auch mal noch platt. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Ascended, meine lieben Freunde. Wir haben in den letzten Episoden die Lava-Höhle erkundet und haben uns dort Araneos gezähmt. Und ich habe ja diesen krassen Araneo-Sattel-Blueprint. Und da haben wir festgestellt, um den zu machen, brauchen wir irgendwie um die 5000 Einheiten Chitin. Noch ein paar andere Sachen, wie Hide ganz viel und sowas. Aber um das Chitin zu bekommen, habt ihr mir gesagt, wäre es am besten, nicht mit dem Frosch irgendwie Insekten zu farmen, sondern das Megatherium zu zähmen, das Riesenfaultier. Und das Riesenfaultier hat zwei Kibbel. Und zwar einmal ein Kibbel. Eigentlich hat es sogar drei. Also die Reihenfolge beim Zähmen, bei der Nahrung für das Megatherium ist Hammelfleisch roh, Kibbel, dann Honig und dann gekochtes Hammelfleisch. Ich habe sowohl rohes Hammelfleisch im Kühlschrank als auch gekochtes Hammelfleisch. Das heißt, wir müssen jetzt mal dieses Megatherium erstmal finden. Wir sind ja hier im Redwood, das heißt, das sollte hier hoffentlich kein Problem sein. Manchmal laufen die auch hier direkt rum. Direkt hier vor der Base, da kann man auch mal Glück haben. Jetzt gerade sieht es so aus, als würden wir gerade Pech haben. Ich sehe nämlich gerade keins. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Ark Ascended reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die mal am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet. Ich würde sagen, wir gucken mal, wo das Megatherium ist. Das ist ein Bär, das ist kein Megatherium. Aber der Bär sieht auch cool aus. Grauer Bär mit schwarzem Streifen auf dem Rücken. Ist schon irgendwie ganz cool so. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir kein Megatherium erwischen, was in der Nähe von Insekten unterwegs ist. Weil Insekten lassen die Megatherien ja voll ausrasten. Dann werden die irgendwie zum Berserker und machen alles platt. Und ich muss natürlich auch auf die Katzen aufpassen, die hier sein können. So, jetzt gucken wir mal. Also hier war immer eins rumgelaufen. Hier war auch immer eins ausgerastet. Jetzt bin ich mal gespannt. Das da unten ist ein Alpha-Raptor. Yep. Okay, den müssen wir auf jeden Fall dann erstmal loswerden. Das machen wir mal gleich. Mit meinem Noob Argentavis mit seinem hohen Damage-Wert müsst du wohl sterben. Genau, stirb. Vorsicht, Mikoraptor. Mikoraptor ist gefährlich. Kreppt mich runter. Genau, so haben wir hier ein Megatherium. Ich sehe jetzt spontan erstmal keins. Pass auf, jetzt ist wieder keins am Start, weil die entweder alle tot sind oder Urlaub haben. Wie das halt immer so ist. Und in der Zeit, wo ich das suche, vergammelt im Kühlschrank mein Hammelfleisch. Megatherium kann auch im Schneebiom rumlaufen übrigens. Mit deinen Noob-Einstellungen ist alles easy. Genau. Vor allem das Verhindern, dass gezähmte oder betäubte Tiere gefressen werden von anderen Tieren. Wie wir alle wissen, ist das alles hier viel zu leicht. Ark ist ja generell viel zu leicht, ne? Das ist einfach viel zu leicht alles. So, wo ist denn jetzt hier ein Megatherium? Manchmal kann auch hier drüben eins rumlaufen. Da habe ich auch schon mal. Ich habe schon überall eigentlich auch mal eins gesehen. Selbst in den Gegenden, wo normalerweise solche Tiere selten auftauchen, habe ich auch schon mal, oder gar nicht eigentlich, habe ich auch schon mal eins gesehen. Die laufen eigentlich ziemlich häufig rum tatsächlich, auch wenn man das vielleicht erstmal nicht erwarten würde. Das Arkgericht wird eine gerechte Strafe geben, ja, für die Noob-Einstellungen, genau. Oh, guck mal, da unten ist ein Alpha-Kano. So riesig wie der ist, muss es ein Alpha sein. Es muss einer. Ja, er dampft. Weil einige haben manchmal gesagt, ja, aber da war doch gar kein Dampf zu sehen bei dem Kano. Dann ist es doch gar kein Alpha. Der Dampf wird erst relativ spät eingeblendet. Man muss relativ nah ran, bevor man diesen Alpha-Dampf um den rum sehen kann. Und das ist immer so ein bisschen das Thema. Deswegen sieht das manchmal so aus, als wäre es keiner. Man kann es aber an der Größe erkennen. Das hier müsste auch ein Alpha sein eigentlich. Ja, ist auch einer. Das kann man an der Größe des Tieres auch erkennen, ob es ein Alpha ist oder nicht. Tatsächlich muss man sogar jetzt auf die Größe achten. Zwei Alpha-Raptoren und zwei Alpha-Kanos auf der Seite hier. Alter Schwede, ey. Okay, naja. Bin ja ganz froh, dass hier jetzt kein
Noch ein Alpha-Raptor. Sag mal, was ist denn hier los, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht normal. Das ist die Alpha-Allee. Dieser Fluss. Das sind ja nur Alphas. Jetzt fehlt noch ein Alpha-Rex. Und da kommt er gleich aus dem Wald. Pass auf. Wer hat da den Baum umgeschubst? Wer war das? Wer macht sowas hier? Was soll das? Ah, Megatheria. Mann, verdammte Scheiße. Alles ist hier mega. Megatherium, Megalozeros, Megapithecus, Megaafarensis, Mega... Mega. Ist alles mega hier. Alles hier ist mega. Mega Neura, genau. Mega Spielbär. Mega Spielbär, ja. Das gefällt mir. Das ist nice. Das ist echt nice. Mega Bär. Der Mega Bär. Ich sehe kein Megatherium. Was ist da los? Jetzt, ach ja, jetzt haben sie wieder Urlaub. Die blöden Viecher. Da müssen wir wohl ein Schneebiom, wie es aussieht. Habe ich meine Schneerüstung dabei? Nein, habe ich tatsächlich nicht, oder? Meine Fellrüstung? Ist die im Argentavis? Weil sonst muss ich nochmal schnell zurück und die holen. Ich glaube, ich muss nochmal schnell zurück und die holen, weil ohne die wird das wahrscheinlich sonst ein bisschen kalt. Ja, wir gucken erstmal noch ein bisschen im Redwood, ob wir noch eins finden. Vielleicht ist ja da irgendwo doch noch eins. Wenn da keins ist, müssen wir mal schnell die Fellrüstung holen und mal ins Schneebiom rüber tingeln. Was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Schneebiom, da gibt es auf jeden Fall welche. So, dann mal rein in den Redwood. Rein in den Redwood, möglichst ohne von dem Katzen gekreppt zu werden. Ein bisschen höher fliegen ist immer eine gute Idee. Nicht auf so niedriger Höhe, weil dann kommen sie nämlich. Megalania. Da, wo man gerade vom Teufel spricht, da. Was ist denn eigentlich, wenn ich den jetzt in den Popo zwicke? Oh, scheiße. War wohl nicht so eine gute Idee. Stirb. Mein Vogel? Wo ist mein Vogel jetzt hin? Argentavis? Was soll denn? Müsste der nicht landen eigentlich normalerweise? Okay, die können nach oben springen? Das wusste ich gar nicht. Wo ist mein Argentavis jetzt? Hallo? Wollte er Chitin mit dem Megatherium farmen? Ja, wollte er. Aber irgendwie, Vogel tot? Nee, der kann doch nicht. Nein, der stirbt doch nicht nur, weil er da. Ich werde ja angesprungen von der Katze. Der Vogel ja nicht. Der Vogel müsste eigentlich landen, normalerweise, wenn ich nicht drauf sitze. Ah, da ist er doch. Wurde irgendwie nicht angezeigt. Hä? Ich habe hier gerade was gehört. Ach, Insekten. Alles gut. Alles gut, alles cool. Also merken. Keine gute Idee, der Katze in den Schwanz zu zwicken mit dem Vogel. Aber das ist ja eine komische Hitbox. Beziehungsweise war auch ein echt komischer Move. Der ist irgendwie so nach oben geglitscht, so ganz komisch. Weil eigentlich können die doch nur so richtig nach unten springen. Na egal. Wieder was gelernt. Was ist denn eigentlich, wenn ich den in den Popo zwicke? Famous Last Words. Kann man da nur sagen. Famous Last Words, Spielbär. Es musste natürlich schief gehen. Die Dino-Anzeige. Ja, stimmt. Die hätte ich auch anmachen können. Aber ich habe es ja gefunden. Alles gut. Nee, normalerweise, wenn du vom Tier runterfällst, dann die Flugdinos, die landen dann. Beziehungsweise die fliegenden Tiere. Die landen dann einfach. Die sind dann normalerweise am Boden irgendwo. So, also ich sehe kein Megatherium hier. Also müssen wir, glaube ich, doch ins Schneebiom, wie es aussieht. Das ist natürlich wieder typisch. Wenn ich mal ein Megatherium zähmen will, ist natürlich keins anwesend. Im Redwood. Dann sind die alle weg. Weißt du, wenn ich Megalania... Wow! Jesus! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kleines Mistvieh, ey. Moment. Da. Franzl ist da drüben. Alter, Mann! Da geht auch meine Rüssi kaputt. Verdammt nochmal.
Verdammte Scheiße hier. Weißt du, die Viecher finde ich jetzt zuhauf. Das ist auch wieder so geil. Weißt du, die springen mich jetzt an von allen Ecken und Enden. Als ich sie gesucht habe, hat sich kein einziger freiwillig gemeldet. Und jetzt? Was ist jetzt? Du bist an jeder Ecke angesprungen. Gibt's doch alles nicht. Ah. Oh Mann, das gibt's doch alles gar nicht. Das kann doch alles nicht wahr sein. Und ich bin doch ja nicht richtig wach, ey. Ich muss erst mal richtig wach werden hier. Ich muss erst mal zu mir kommen. Ich bin voll schreckhaft, ey, heute. Es ist eigentlich gar nicht so gut hier. Wenn ich so leicht müde bin, noch bin ich noch so schreckhaft. Das ist so Regel Nummer 1 in Ark. Es ist immer das gespawnt, was du nicht suchst. Wenn es ein Naturgesetz gibt in Ark, dann dass das, was man zähmen möchte, was man sucht an Tieren, dass das garantiert nicht am Start ist. Alpha Raptor. Alter, das ist jetzt schon der wievielte? Der wievielte Alpha Raptor ist es jetzt schon? Das ist bestimmt jetzt schon der 5. oder so. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Und wer sich jetzt beschwert, du fliegst ja nur rum und suchst. Ja, willkommen in Ark. Willkommen in Ark. 90% der Spielzeit in Ark besteht aus Suchen. Gerade wenn man so seltene Tiere finden möchte. Ich glaube, wir haben hier halt auch gerade wieder echt maximales Pech, ey. Das kann man nicht anders sagen. Das kann man echt nicht anders sagen, ja. So, jetzt sind wir wieder hier. Und hier ist natürlich kein Megatherium. Nope. Nix. Nix ist hier. Nix. Gar nix. Okay, wir müssen ins Schneebiom. Ich muss mal schnell meine Fellrüstung holen. Und dann müssen wir da mal suchen. Wie kannst du mal was anderes machen? Du fliegst nur rum. Das ist echt lame. Ja, genau. Der fliegt ja nur rum, ey, und wird angesprungen. Stell mal dein Damage runter. Was ist das? Lauter Raptoren hier. Oh, der eine da sah aber schön aus. Wo ist der Terrorvogel? Warte mal, die müssen wir mal alle wegmachen hier, die ganzen Mistviecher. Ganze hässliche Viehzeug hier mal wegmachen. Mal ganz schnell nochmal hier drüben gucken. Manchmal laufen die... Es könnte auch sein, wenn wir Glück haben, dass das Megatherium vielleicht hier in der Nähe rumläuft, wo wir den Bienenstock haben. Dann könnten wir nämlich gleich den Honig rausholen, wenn wir es gelegt haben. Das wäre schon praktisch eigentlich. Weil je weiter das natürlich weg ist, desto schwieriger wird das dann natürlich auch mit dem Zähmen. Weil wir natürlich dann weiter fliegen müssen für Honig und für Kibbel und so. Also für Hammelfleisch, nicht mehr. Aber es sieht leider so aus, als wäre hier nichts los. Na gut, dann schnappen wir uns schnell mal die Fellrüstung. Darum heißt das Spiel auch Ark. Das ist ein Ausdruck der Frust des Spielers und der Entwickler. Der Entwickler? Ach, ich glaube, die Entwickler, die freuen sich schon. Also die machen, glaube ich, so ein Geräusch nicht. Weil ich glaube, die verdienen damit ganz gut Kohle. Vor allem auch wieder mit diesem Remake. Also ich glaube, die haben keinen Grund, Ark zu sagen. Ich glaube, die sagen eher, yay! Geld drucken. Sagen sie sich wahrscheinlich eher. Aber man weiß es nicht. So, ich schmeiß mal hier die grüne Spitzhacke und das ganze Zeug, das schmeißen wir hier mal weg, ne? Das brauchen wir nämlich nicht. Und das hier schmeißen wir auch weg. Irgendwas fliegt hier. Aber das ist nicht eins von meinen Tieren. Das ist, glaube ich, ein Pteranodon. Okay, Fellrüstung spielen wir. Fellrüstung. Ich hoffe, die war jetzt hier auch. Ja, genau. Hier die Hose und das hier. Genau. Hervorragend. So, dann zieh dich doch gleich mal um. Guck, wie meine Klamotten wieder gelitten haben, ey. Es ist einfach nur ein einziges Drama ist das. Zweimal angesprungen, schon ist der frisch reparierte Gilly ist gleich wieder auf die Hälfte runter, ey. Mann, ey, das ist auch immer jedes Mal dasselbe, ne? Egal. Das Spiel ist doch schon kaputt gegangen. Es ist nicht ausgelegt für dauerhaften Noob-Schwierigkeitsgrad.
Dauerbelastung durch Noob-Schwierigkeitsgrad. Da habe ich eher diese ganzen Profis gebrochen, die zugucken und die das nicht ertragen, dass ich auf diesen Einstellungen spiele. Ich glaube, die sind eher kaputt gegangen. Ein Mammut. Okay, Mammut wollen wir nicht haben. Was ist das da hinten? Kanus, die irgendwas verprügeln. Da ist ein gelber Loot. Oh, da können wir gleich mal hin. Da könnte auch Hammelfleisch drin sein. Das wäre jetzt ganz praktisch eigentlich. Schnell mal reingucken. Was ist das? Ein Lachs. Piranhas gibt es anscheinend keine. Na toll. Das Schattensteak und den Zünder und mehr... Weißt du, ich habe extra gesagt, ich lege die Pistolenmuni weg, damit ich nicht so schwer bin. Ja, und jetzt kriege ich wieder Pistolenmuni. Grüße gehen raus an denjenigen, der meinte, nimm doch nicht immer die Pistolenmunition mit. Du bist immer so schwer dadurch. Ja, ich krieg's auch so wieder zurück. Was recht ist, kommt wieder. Wenn ich's rauslege, kriege ich wieder den nächsten Stack im nächsten Loot. Es ist halt einfach so. Mein Inventar soll einfach voll sein mit Pistolenmunition. Das ist ein Zeichen. Da sollte man sich nicht dagegen wehren, wenn das Spiel einem so klare Zeichen sendet. Und das andere klare Zeichen, das mir das Spiel sendet, ist, dass es kein Megatherium in dieser Episode gibt. Ich sehe das doch schon. Was ist das da unten? Ach ja, das war der Baryonyx. Ich fliege jetzt mal einfach hier so quer drüber und guck mal, ob es da irgendwo ein Megatherium hat. Ah, was? Ah ne, das ist der Kackewerfer. Das ist der Kackewerfer. Ihr meint immer, der wirft mit Erde. Ich sage immer, der wirft mit Kacke. Das Biertier war das, genau, das Biertier. Bier haben wir aber auch noch im Schrank. Das könnten wir auch mal versuchen mit dem Biertier. Das wäre auch mal lustig für einen Bossfight. Ein Bossfight mit Biertieren, die dann den Boss mit Kacke bewerfen. Generell alle Tiere in den Bossfight mitnehmen, die irgendwas werfen. Das wäre auch lustig. Der wirft nur bei dir mit Kacke an. Das ist ja doof. Hier, überall catchen sie sich. Am Rand, am Strand, an der Wand, an Land. Aber wo ist das Megatherium? Wo? Weil du immer im Noob-Modus spielst. Ja, das muss es sein. Eindeutig. Lol, Alter, was da los? Das ist ein einziger Looney Tunes-Cartoon hier, ey. Ohne Witz, dieses Schneebiom. Ich sag's euch. Pinguin! Alpha Kano! Schon wieder? Das ist die Alpha-Episode. Aber eindeutig. Oh, Megatherium? Ist es das nicht? Haha! Hier haben sie sich versteckt! Gleich zwei! Warte mal ganz kurz. Da ist das Schwein noch in der Nähe. Ich muss mal gucken, was für Level... Was für Level habt ihr, ihr kleinen Megatherium? Level 7. Level 10. Okay, der Level 10er wär's dann. Wir müssen nur den Level 7er loswerden irgendwie. Ich glaube, der wird aggro, wenn ich jetzt auf den anderen schieße. Und hier ist generell auch gerade irgendwie Action. Warte mal, wir müssen mal die ganze Action mal hier beenden jetzt. Alle mal hier jetzt leise sein. Alle mal chillen. Und den Alpha Kano mache ich sicherheitshalber jetzt auch mal noch platt. Nicht, dass der mir hier jetzt noch in die Parade fährt. Wo ist er? Da ist er. Nicht, dass der jetzt gleich noch rüberläuft zu den Megatherien. Das wäre schlecht. Alter, was bist du denn für einer, ey? Du hast ja hier mal ganz harte Nüsse hier am Start. Was soll das? Da kommt noch ein Scorpius. Jetzt stirb halt, meine Fresse. Wie viel kann man aushalten? Ja, aber da sieht man auch, der ist bestimmt High Level. Level 15, okay. Naja, so halb. Halb Level. Der hat aber lang durchgehalten, der Alpha. Meine Fresse, ey. Nicht schlecht. Habe ich eigentlich meine Fellrüstung auch an? Ja, habe ich. Müssen wir ein bisschen was wegschmeißen, kurz. Jetzt nicht aus Versehen hier mal die Arme wegschmeißen. Die Bären brauchen wir nicht. Und diesen Zünder brauchen wir auch nicht. Den habe ich schon zigfach im Schrank. Und hier diese grüne Armbrust und die Stacheln. Ja, hier den Kralle brauchen wir nicht. So, das müsste es doch eigentlich erstmal sein jetzt. Dann lass mal rübergehen jetzt. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir das eine Megatherium, was nicht High-Level ist. Wo ist jetzt das andere hin? Ach da, okay, hinterm Dings. Moment, da ist schon wieder irgendwas. Hier ist schon wieder Stress, warte. Gehst du da weg? Junge, Junge. Der wollte schon aufs Megatherium losgehen, Alter. Welches ist jetzt das Richtige? Warte mal, ich muss erstmal gucken, welches hier das Richtige ist.
Wir müssen das Schwächere von beiden müssen wir umbringen. Oh Mann, Alter. Kommt mal wieder nicht richtig rum hier, ey. Jesus Christ, noch eins. So, jetzt gucken durch das Rohr. Level 10. Okay, dann müssen wir das andere umbringen. Und am besten auch die ganzen anderen Viecher, die hier noch rumlaufen. Ja, das müssen wir umbringen jetzt. Das andere hat es nicht gesehen, oder? Nee, das hat es nicht gesehen. Ist ihm auch egal, glaube ich. Ich lande mal kurz, um zu checken, ob es Aggro ist. Es ist Aggro, okay. Müssen wir mal ganz kurz aus der Renderdistanz raus. Mal ganz kurz raus aus der Renderdistanz. Immer noch Renderdistanz. Fliegen wir mal so ein bisschen ganz nach oben. Nicht, dass wir das jetzt an Land oder so locken. Das wäre jetzt nicht so gut. Das soll ruhig da auf der Insel erstmal bleiben. Das kann man ganz gut überblicken, was da so ist drumrum. Das ist eigentlich eine gute Stelle, wenn man es mal so betrachtet. Mochte die Schnäbel der Subnautica-Pinguine. Ja, die Subnautica-Pinguine. Below Zero-Pinguine, die waren lustig, ja. Die waren echt nice. So, was haben wir hier eigentlich noch so? Hier kann ja eigentlich theoretisch auch noch eins rumlaufen. Hier so an der Küste. Da ist noch eins, da vorne. Zwei. Okay, dann haben wir noch mal Reserven, falls das jetzt schief geht. Was haben die denn so für Level? Level 4, okay, das ist jetzt nicht meine Präferenz. Level 9 ist auch nicht so geil eigentlich. Level 10 ist schon okay erstmal. Wir wollen ja damit vor allem Chitin farmen eigentlich. So, dann gucken wir mal. Jetzt müsste es eigentlich ja die Aggro verloren haben. Das klingt, als wenn die Pinguine jetzt so eine kleine Metalltröte hätten. So eine Blechtröte. Als wenn die so beim Fußball so Stimmung machen. Ist oh lustig. Ist oh lustig. Soll ich mal vielleicht noch sicherheitshalber... Naja, egal. Nee, warte mal. Wir machen das mal anders. Da drüben ist ein Argentavis und ein Pumuckl Scorpius. Hier sind zwei Stegos. Die müssten eigentlich die Aggro immer auch ein bisschen ziehen. So, jetzt Argentavis. Warte mal, du bist eingestellt auf passiv, oder? Ja, du bist passiv. Genau, steht ja da. Gib mir mal meine Knifte. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Betäubungszeug wir da jetzt brauchen. Keine Ahnung. Okay, jetzt müssen wir schnell mal rüber zum Redwood. Das hungert ja in der Zeit runter. Das kann jetzt erstmal hier liegen bleiben. Jetzt müssen wir schnell zum Redwood rüber, das Zeug holen. Am besten auch gleich den Honig und wieder herfliegen tatsächlich. Das Level ist ja extrem low. Ja, weil das Schwierigkeitsgrad leicht ist. Da ist das eigentlich... Ja, das ist aber trotzdem auch für Schwierigkeitsgrad leicht jetzt nicht wirklich so gut. Mitte wäre 15. Also das ist untere Mitte beziehungsweise oberes Low. Und ja, High Level wäre auf Schwierigkeitsgrad leicht Level 34. Müssen wir halt nehmen, was wir kriegen können. Aber es ist ja nur zum Chitin-Farmen. Ich will damit ja jetzt nichts groß anfangen oder so. Und es ist selbst auf diesem niedrigen Level, es ist immer noch stärker als die wild rumlaufenden anderen Tiere. Da ist natürlich jetzt wieder ein gelber Loot-Drop, der mich jetzt ablenkt. Aber wobei, das könnte auch gut sein, dass wir da jetzt vielleicht mal ganz kurz vorbeigucken, weil es könnte Hammelfleisch drin sein. Und dann können wir nämlich dieses Hammelfleisch gleich in das Megatherium reinstecken. Das wäre schon ganz geil eigentlich. Da jetzt zu warten, wäre jetzt keine gute Idee, glaube ich. Wenn da nämlich nichts drin ist, dann haben wir Zeit vergeudet. Aber ich müsste es eigentlich schaffen... In den Redwood schnell das Zeug rausnehmen aus dem Schrank, wieder hierher am Loot vorbei, gucken, ob da frisches Hammelfleisch drin ist. Das frische Hammelfleisch gegebenenfalls auch noch mitnehmen, rüber zum Megatherium, bevor es aufwacht. Holen wir uns erstmal das Hammel. Steck mal die Knifte weg, bitte. Holen wir uns mal das Hammelfleisch und am besten auch gleich das Gebratene. Das stecken wir mal ganz schnell in den Argentavis rein. So, damit ist das erstmal clear. Ich nehme jetzt ohne Bug-Repellent. Ne, warte, doch mit Bug-Repellent muss ich das machen. Ich nehme mir mal schnell ein Bug-Repellent. Geht schnell zum Honig. Hol den Honig raus, weil Honig ist Kippel für das Megatherium. Genau, also einmal Bug-Repellent benutzen schnell. Der Honig ist ja gleich direkt hier nebenan. Wieder weg damit. Das ist ja hoffentlich noch da. Ich hoffe, der Bienenkorb da an der Stelle ist noch da. Konnte man nicht mit irgendwelchen Dinos
Leichen tragen. Ja, wie gesagt, ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber mit dem T-Rex nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Der konnte nichts irgendwie tragen, speziell. So, wo ist die Rampe? Da ist die Rampe. 2018 das letzte Mal gespielt. Ja, das war auch das letzte Mal, wo ich das gespielt hatte, tatsächlich, 2018. Auch genauso lange her. Das gezähmte Tier ist gar nicht markiert, aber ich weiß ja zum Glück, wo wir hin müssen. Ich weiß ja zum Glück, dass wir zu dieser Insel im Schneebiom müssen. Ich hoffe eher, dass jetzt da nichts gespawnt ist, was gefährlich ist. Da mache ich mir viel mehr Sorgen drüber. Wenn das aufgewacht ist, ist das egal, dann betäube ich es nochmal. Aber wenn da was rumläuft, was das jetzt auffrisst, das ist viel ärgerlicher. Da müssen wir nämlich uns die anderen Low-Level da krallen. So, jetzt gehen wir nochmal schnell da drüben zu dem gelben Loot und gucken mal, ob da frisches Hammelfleisch noch drin ist. Soll der Dreadnoughtus ins Spiel kommen? Der Dreadnoughtus. Das ist dieses, wo sie jetzt den, diese Seite da veröffentlicht haben, ne? Von dem Explorer-Node. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Weiß nicht, in welche Map soll der reinkommen? Soll der auf die Island kommen? Der Dreadnoughtus? Oder soll der woanders reinkommen? Das weiß ich gar nicht. Ich habe das gar nicht so richtig da rausgelesen, ehrlich gesagt. Das ist ja immer die Frage, in welche Welt kommt er dann rein? Ich meine, noch so ein riesen Über-Dino neben dem Titano wäre schon irgendwie ein bisschen viel, ne? Finde ich so. Und der Dreadnoughtus, das ist ja auch wieder so ein Fantasy-Ding. Mit diesen komischen Tech-Applikationen, die da drauf sind. Ich weiß nicht, wie gut ich das finde, ehrlich gesagt. Bin ja da nicht so ein... Der kommt erst in Extinction. Ach so, ja, dann kann mir das, glaube ich, auch egal sein. Extinction habe ich nicht vor zu spielen. Da ist ja noch ein Megatherium da unten. Warte mal, was hat denn das für ein Level? Das ist doch so alleine da. Level 7, okay. Aber wir sehen, es gibt Alternativen. Da ist noch eins da hinten. Jetzt bieten sie sich wieder... Level 14! Jetzt bieten sie sich an, weißt du? Jetzt bieten sie sich an. Das ist noch eins. Level 12. Weißt du, jetzt wo ich eins betäubt habe, kommen sie. Ah, Titano, ich muss schnell das aufmachen. Schnell, schnell aufmachen. Ja. Ja, komm, was soll der Geiz? Das ist ja mal richtig low. Hat sich ja mal überhaupt nicht gelohnt. Gut, dass ich nicht gewartet habe dafür, ey. Das wäre jetzt der Rohrkrepierer vor dem Herrn gewesen. So, da wissen wir jetzt schon mal, da hinten sind zwei, die ein bisschen ein höheres Level haben. Zumindest Midrange. So Mid-Level, mittleres Level, ja. Immerhin. Die lassen wir jetzt aber einfach mal da. Ich fliege jetzt zu dem, was schon betäubt ist. Dreadnoughtus gab es aber in echt. Ja, aber nicht so, wie er in Ark dargestellt wird. Ich bezweifle jetzt einfach mal ganz stark, dass der real existierende Dreadnoughtus in... der Dinosaurier-Ära irgendwelche Tech-Platten auf dem Rücken hatte. Das weißt du doch gar nicht. Beweis es. Hä? Ja, ja, ja. Nee, ach, keine Ahnung. Nur weil das Tier so heißt, bedeutet das noch lange nicht, dass es dem entspricht, wie das Tier auch wirklich gewesen ist. Ja, Also Ark macht ja da immer, nimmt sich da ja immer diverseste Freiheiten raus. Also von daher. So. Guck mal doch mal. Gib mir mal den Honig. Honig, 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 Honig. Honig und Hammel. Nehmen wir mal alles raus und stecken das mal rein. Wie sieht's aus? Ah, easy going. Die Hälfte hat er verloren schon. Er ist schon fertig. Nice. Warte, gib mir das wieder. Lass mir das wiedergeben. Ich glaube, ich spinne hier. Ich will das wieder reinpacken. Mit was hat er denn das jetzt gemacht eigentlich? Das ging so schnell. Ach Mist, jetzt habe ich den Sattel vergessen. Hätte ich natürlich auch gleich mitnehmen können, ne? Egal. Wir lassen den erstmal noch kurz hier stehen. Der läuft ja nicht weg. Der ist ja neutral auch. Du kannst nicht wehren. Warte, wir machen mal das Nashorn da mal weg noch. Das Mammut wird ja, glaube ich, nicht aggro, oder? Wird das aggro? Bist du aggro, Mammut? Du wirst nicht aggro, oder? Nee, du wirst, glaube ich, nicht aggro. So, dann schnell mal zurück. Schnell wieder zurück und einen Sattel holen. Hat da wieder vergessen. Oder am besten gleich den Ketz. Der Ketz kann das ja aufheben, das Tier. Dreadnought, war das nicht ein Flugzeug-Raumschiff? War das nicht der Name von dem Raumschiff in dem zweiten Star Trek-Film... von der neuen Reihe mit Kirk und Spock hier mit von J.J. Abrams. Hieß das Ding nicht Dreadnought? Ich werde wahrscheinlich gleich korrigiert. Muss ja ehrlich sagen, die J.J. Abrams Filme... Keine Ahnung.
Dreadnought war eine große, war ein großes britisches Kriegsschiff. Okay. Aber ich meine, so hieß auch dieses Schiff in Star Trek. Fliegt der schon wieder zurück? Ja, er fliegt schon wieder zurück, weil er den Sattel vergessen hat und weil er mit dem Argentavis das Megatherium sowieso nicht anheben kann. Ich habe jetzt keine Lust, das hier durch das ganze Schneebiom durchzuziehen. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Wird alles rausgeschnitten, keine Sorge. Spielbär, du hast vergessen, es rauszuschneiden. Was? Das kann gar nicht sein. Ist auch lustig. Ja, ich, schneiden wir raus. Ne, hat er nicht rausgeschnitten, hat er nicht gemacht. Oh, hat er gemacht. Hat er alles bestimmt gemacht. Hat er bestimmt dran gedacht. Ganz bestimmt hat er das gemacht. Hat er oder hat er nicht? Diese und viele weitere Fragen beantworten wir in der nächsten Episode. Nein, alles gut. Muss auch mal ein paar dumme Kommentare unter deine Videos setzen. Ja, unbedingt. Die feiere ich am meisten eigentlich. So entstand Condor. Nice, nice. Guck mal, hier oben am Vulkan ist auch so gut wie nichts an Viechern, ne? Wenn man jetzt mit dem Carcharodontosaurus massenhaft Tiere umbringen muss, damit er gezähmt wird, da hat man ja hier oben gar nichts zum Töten. Da ist ja gar nichts. Oh, der fällt doch kaum auf, ne? Zwischen den Felsen. Wenn er sich nicht bewegt. Schon echt heftig. Das Raumschiff hieß Vengeance. Aber irgendein Raumschiff in irgendeinem Science-Fiction-Film hieß auch Dreadnought, glaube ich. Dann war es nicht das, aber dann war es irgendein anderes. Ich dachte, in Stargate käme auch ein Dreadnought vor. Das kann sein, ja. Stargate, muss ich ehrlich zugeben, habe ich nicht so geschaut. Ich kenne halt den Film. Und, ich habe die erste Episode von der Serie damals gesehen. Und hab mir gedacht, das sind ja alles andere Schauspieler. Und hab mir gedacht, mit dem Cats brauchen wir jetzt natürlich länger dahin, ne? Ist natürlich so eine Sache. Müssen wir mal schauen jetzt. Und da regnet es direkt. Und da wird direkt das Wetter schlecht. Aber ich glaube, ich speichere mal gleich. Das kann ich mal machen. Wenn wir hier angekommen sind. Weil es könnte ja auch jederzeit auch abstürzen, nicht wahr? Immer noch. Es ist leider immer noch ein bisschen absturzgefährdet. So, mal schnell hier so rein, so. Lande. Und dann einmal... Ich bin dem Bären auf den Kopf gesprungen, Leute. Der Bär ist dem Bären auf den Kopf gesprungen. Nice, guckt euch das doch an. So, Moment. Sattelschrank. Haben wir, doch, ich glaube, wir haben einen Megatherium-Sattel. Wir müssten eigentlich einen haben. Mega. Megatherium, sag ich doch. So, das nehmen wir gleich mal mit. Diese komischen Strukturen kommen in den Schrank. Und das ganze vergammelnde Zeug, das kommt mal auch gleich in den Kühlschrank, nicht wahr? Schnell mal hier runterziehen alles. Hier das Hammelfleisch. Nein, das hier, genau so, genau. Zackelgebab. Und rein damit, rein damit, rein damit, rein damit, rein damit. Und das kommt weg, genau. Hervorragend. Nice, ausgezeichnet, super. Fantastisch. Absolut fantastisch. Warte mal, ich muss mal gucken. Habe ich jetzt den Sattel dabei? Habe ich den jetzt hier reingepackt? Wo habe ich den Sattel jetzt hingepackt? Habe ich den jetzt rausgeschmissen? Bin ich jetzt verwirrt? Habe ich den hier reingepackt? Im Kühlschrank? Strukturschrank. Ah! Spielbär! Du bist wahnsinnig. Vollkommen wahnsinnig. Vollkommen verwirrt und wahnsinnig. Der Cats hat ein Level up. Der kriegt mal nochmal... Ja, Leben. Ne, Moment. Melee Damage. Die Stargate-Serie ist aber schon gut. Einzige Serie, die ich als DVD komplett habe. Atlantis habe ich auch, aber ist nur zweite Wahl. Die Folgeserien, die kamen, waren eher so, naja... Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe halt keine Lust, mir sowas auf DVD zu holen, weil ich die Qualität davon halt nicht mehr feiere von DVD. Gibt's denn von Stargate irgendwie wenigstens ein HD-Remaster? Ich meine, ich brauche ja nicht mal einen 4K-Remaster oder so, aber ein HD-Remaster wäre schon ganz gut. Weil ich meine, ich werde mir jetzt keine DVD kaufen. Oder vielleicht wird's auch irgendwo gestreamt. Da müsste ich auch mal gucken, ob ich mir das mal als Stream gebe. Blauer Loot, nee, braucht man nicht blau. Blau braucht man nicht, da ist nur Quatsch drinne. Ich fliege jetzt zielstrebig rüber zum Megatherium. Wir geben dem den Sattel und dann schnappen wir uns das und machen damit mal eine Tour.
hauen damit mal ein paar Insekten kaputt, weil wir müssen mal jetzt ganz dringend ein bisschen Chitin noch bekommen, damit wir die Sättel für die Araneos machen können, genau. Das ist auch mein Problem, so viele alte Serien, die ich mir gerne holen würde, aber nicht in der Qualität. Ja, genau, das ist bei den alten, ja, eigentlich ja nicht bei den ganz alten, sondern bei den Star Trek Serien, die so in diesem Zwischenraum existiert haben, zwischen dieser Digitalisierungswelle, wo das dann mit den Effekten alles digital und nicht mehr optisch war, das erste Mal. Also Deep Space Nine und Voyager, die gibt es ja leider auch nur in SD. Also in dieser Low-Qualität. Obwohl, und das ist das Tragische, bei Deep Space Nine noch wahnsinnig viel auf Film gedreht wurde auch. Eigentlich die ganze Serie, glaube ich, wurde sogar auf Film gedreht. Ja, und das wäre eigentlich alles in super Qualität am Start. Und ich glaube, auch Voyager wurde auch noch auf Film gedreht. Also diese ganzen Szenen mit den realen Schauspielern wurden alle noch auf Film gedreht. Nur die Effekte sind halt digital. Bloß das Problem ist, die können sie halt nicht in hoher Qualität rekreieren, weil es die Rohprojektdateien nicht mehr gibt. Und beziehungsweise das, was es noch gibt, lässt sich, glaube ich, irgendwie nicht mehr öffnen, weil das schon so alt ist. Und man müsste das quasi alles komplett neu animieren, neu modellieren und neu generieren, neu rendern, aber das wäre halt wahnsinniger Aufwand. Ja, man müsste das ja dann wieder auf Kinoqualität irgendwie auch machen. Also zumindest müsste man es auf einer Full-HD-Qualität ausgeben. Und ich meine, ich verstehe dann immer die Studios nicht so ganz. Man könnte doch da einfach mal so ein Fanprojekt einfach mal draus machen, dass man sagt, hey, da gibt es so viele Fans, die zum Beispiel das Voyager-Intro in 4K neu gerendert haben. Ohne Witz, das sieht so geil aus. Da gibt es einen, der hat das gemacht. Das sieht aus wie das echte Intro, aber halt einfach in geil, ja? Und das sieht einfach so gut aus, weil das Intro vom Voyager ist auch einfach geil. Aber irgendwie, keine Ahnung. Weißt du, dass sie da einfach mal sagen, yo, wir machen da eine Ausschreibung oder so, keine Ahnung, wenn ihr da Bock drauf habt, von den ganzen Episoden die Effekte neu zu machen, dann macht das einfach. Einzige Voraussetzung ist, ihr müsst uns das Zeug kostenlos zur Verfügung stellen und wir schreiben dann einen Credit rein in die Episode, dass ihr das wart, so. Ich meine, da finden sich bestimmt Tausende von Leuten, die das machen, ohne Witz. Und dann können sie sich cherrypicken, was sie davon nehmen. Aber keine Ahnung, irgendwie, nee, aber das Problem ist immer, da gibt es halt Gewerkschaften bei den ganzen Effekthäusern und so in Hollywood. Und ich glaube, die würden dann auf die Barrikaden gehen, wenn das nicht gewerkschaftlich geregelt ist. Tatsächlich sind da, glaube ich, die Gewerkschaften das größte Problem. Es gibt ja auch Gewerkschaften für Schauspieler, Autoren, für einen Schnitt auch, für die Editors gibt es auch Gewerkschaften und die machen dann da, glaube ich, Stunk, wenn das passieren würde, wegen Preisdumping und so, weil die würden das ja dann kostenlos kriegen. Wenn dann gleichzeitig aber jemand dafür hätte angestellt werden können, der das macht, ne, ist das halt natürlich so eine Sache. Ich glaube, das ist da das Hauptproblem tatsächlich. Das wäre so geil, aber das wäre so geil, weil die Leute könnten so viel da rausholen, glaube ich. Ey, ohne Witz, ihr müsst euch das mal, da muss man nur in Google mal suchen. Das Voyager Intro in 4K. Alter Schwede. Da geht ja der Schuh auf, ja. Der absolute Wahnsinn. Und Deep Space Nine hat auch ein ziemlich geiles Intro gehabt. Und das sind einfach so Sachen. Ich glaube, bei Deep Space Nine, das Intro, das ist sogar noch mit einem Modell gemacht. Zumindest in der ersten Staffel war das noch ein Modell, glaube ich, von der Raumstation. Gerade geschaut, sieht super aus. Sieht so geil aus. Und ohne Witz, also wenn jemand wie der Typ, der das gemacht hat, wenn der sich an die ganze Serie ransetzen würde, alter Schwede, weißt du, da würde ich Voyager locker nochmal zweimal gucken. Auch, da würde ich mich auch durch die langweiligen Voyager-Episoden durchquälen nochmal. Ohne Witz, aber da würde ich mir das einfach sowas von nochmal angucken. Ich meine, man könnte ja dann auch gleich, es ist ja immer so eine Frage, wenn man so Effekte neu macht, ob man das komplett akkurat nachmacht, aber nur in höherer Auflösung, oder ob man vielleicht auch gleich die Gelegenheit nutzt und vielleicht ein paar spannendere Kamerafahrten und so gleich noch mit einbaut und so. Ich glaube, so jemand, der das so akkurat hinkriegt, der könnte sogar, wenn er ein bisschen mehr kreativen Spielraum bekommen würde, sogar noch ein bisschen mehr rausholen als im Original. Und deswegen, das wäre einfach so gut, aber ja, ich glaube, das wird einfach nie passieren, weil da stehen einfach zu viele offizielle Dinge im Weg, die da dagegen sprechen würden. Ich glaube, die Studios würden das sogar machen wahrscheinlich. Da muss halt einer dann sitzen, der von der Gewerkschaft bezahlt wird auch. Ist halt, ja. Zumindest die ersten Staffeln, die letzten könnten schon digital sein. Also ich weiß, dass der Dominion-Konflikt, dieser ganze Dominion-Krieg, diese Szenen sind alle digital. Bei Deep Space Nine. Die sind alle digital.
Da gab es schon keine Modelleffekte mehr. Und das ist auch, glaube ich, mit der Hauptgrund, warum das noch nicht remastert wurde bei Deep Space Nine. Wir haben das Megatherium, es hat einen Sattel und ich bin sehr gespannt. Wir werden gleich mal marodierend durch die Landschaft ziehen mit diesem Megatherium. Ich bin sehr gespannt. Wir brauchen noch einen Namen dafür, meine lieben Freunde. Ein Namen. Es braucht einen Namen. Gebt mir Namen für das Megatherium. Es ist übrigens ein Faultier. Sieht gar nicht so faul aus eigentlich. Das sieht aus wie als wenn es sich in einem Horrorfilm anschleichen will, so wie es da hinten hängt. Wie so ein Dracula. Sieht aus wie so ein Nosferatu-Tier. Fauli. Das haben jetzt zwei Leute geschrieben. Fauli soll ich es nennen. Okay, dann nenne ich es Fauli. Zwei Leute direkt hintereinander. Direkt gleich als erstes. Die erste Intention ist immer die richtige. So, ich glaube, ich habe es abgeworfen. Lande mal. Dann nennen wir das jetzt Fauli. Alter, ist das riesig. Jesus Christ. So, was frisst es jetzt? Was frisst es jetzt eigentlich? Ist das jetzt ein Pflanzenfresser? In der Wiki stand, glaube ich, Allesfresser. Ich lege dem jetzt einfach mal Beeren rein. So, warte mal. Du bist Fauli. Oh, was? Hinsetzen? Ach ja, stimmt. Den konnte man ja so hinsetzen. Ja, genau. Wie geil. Warte mal. Name. Fauli. Es ist Fauli. Ja, wir haben das faulige Faultier, das Megatherium, und es hat sich direkt hingesetzt, weil es so faul ist. Und an dieser Stelle endet diese Folge Ark Survival Ascended. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Ark Survival Ascended, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele im Epic Store kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.